Wir von der Polizeihubschrauberstaffel Bayern sind für polizeiliche Gefahrenabwehr in ganz Bayern zuständig und auch im Fall einer Wasserrettung mit alarmiert, um Personen aus dem Gefahrenbereich retten zu können. Da wir keine eigenen Retter mit an Bord haben, arbeiten wir immer mit den Rettungsorganisationen, heute hier die DLRG, zusammen. Peter, du hörst mich? Nein, das ist so. Die Schwierigkeit bei einer Wasserrettung ist, schnell genug den Retter an die Einsatzstelle zu bringen, um den Patienten sichern zu können. Für den Piloten ist die Besonderheit der stabile Schwebeflug über der Wasserfläche und möglichst wenig Einfluss auf den Patienten auszuüben. Also wir sind hier am Tütensee in Grabenstedt. Wir üben heute mit der Polizeihubschrauberstaffel Bayern die hubschraubergestützte Wasserrettung. Das Ganze nennt sich dann Luftretterwasser. Wir üben das einmal jährlich bis zweimal jährlich mit unseren Wasserrettern, um im Einsatzfall, sei es Hochwasser, sei es akute Menschenrettung, sei es Eisrettung, agieren zu können. An der Übung nehmen heute 8 Luftretterwasser teil. Insgesamt hat die DLRG Bayern knapp 50 Luftretterwasser aufs Landesgebiet verteilt. Bedanken will ich mich beim Andi Metze und der Ursi Metze vom Seebad am Tütensee. Vielen Dank, dass wir heute euer Gasthaus nutzen konnten. Besser geht's nicht.